Hallihallo, meine verskrückten Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Sky mit Raptus Erde. So, mein Master Kuh, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Tech, ihr habt es schon gehört. Endlich mal wieder, ne? Wir hatten ja letzte Woche LS. Ich hoffe, ihr feiert das Projekt genauso wie wir beide. Wir nehmen da gleich auch noch ein bisschen was aus. Unser Ziel für heute ist es, den Molecular Transformer zu bauen. Nichts weiter, um auf das ME-System hinzuarbeiten. Dafür haben wir auch schon angefangen mit dem Galgorian Metal. Da sind wir jetzt auch mittlerweile. Das haben wir schon, diese Lamp auf Galgador. Für uns fehlen halt noch Gastiers und so. Und ich kann mal durchschauen. Das haben wir schon im Autocrafting drin. Das Ei auf Galgador macht man halt aus Gastiers und Magma Cream. Für Magma Cream fehlt uns noch Slime und Gastier. Fehlt uns halt auch noch. Und das bekommt man halt aus Soul Sand. Wir sind vielleicht am 7, aber es ist eine 2%ige Drop-Chance. Im Gegensatz 100% und die zweite Rüstung ist 33 und hier ist eine 5%ige. Also Gastiers sind sehr, sehr schwer zu bekommen. Wir machen es auch schon. Wir haben hier eine Auto Soul Sand Production. Also, Nee. Ich bin krank, ich werde das letzte Mal erklären, danach werde ich wenig reden. Und dann haben wir hier einen Autonomous Activator, der hat das, macht sozusagen rechtsig auf das Sieb, wenn er durch ist. Dann kommt das hier, dann wird das rausgedroppt, kommt hier in den Hopper. Und was da in den Hopper kommt, kommt hier in die Chest. Also es hat 15 Gastiers. Da müssen wir noch weiterarbeiten lassen. Wir haben richtig viel Nether Quartz. Nether Wart sollten wir auch mal anbauen. Das werde ich jetzt vielleicht auch schon in dieser Folge machen, weil ich auch gerne mit dem Braun anfangen wollte. Ja, also ich möchte das. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, Entschuldigung. Ja. We'll be right back.
User in your channel timed out. Der Protonkristall. Lapis Dust. Lapis Dust. Wir brauchen 6 Stück Brutal. Ach so, der macht. Der macht schon, dann lasse ich ihn mal. Soll ich halt mal verständigen. Ach nein. Wie weit bist du? Fragezeichen. Wie wird... Ach. Das kommt davon, wenn ich es auf die Back-Taste legt. Hier auf die Taste. Während ich korrigieren muss. Ich schreibe jetzt mal irgendwas in den Chat. Ich korrigiere mich und... Das ist nämlich genau die Taste, für die ich diese Chance liegen habe. Oh, sorry. Ich guck mal nach, was ist denn noch im Crafting-Prozess? Okay, wir brauchen eine Advanced Machine. Diese EV-Transformer. Die regen mich gerade auf. Der soll diese fucking Lapatron die Teile machen. Meine Aufgabe ist erledigt. Hier, alles da. Dann hier, oh. EV-Transformer will man 2 Stück bestellen. Davon. Sorry, 12 davon. User entered your channel. 2, 4 Wands. Und 4 Energy Crystals. User in your channel timed out. Halt für so viele Sachen Energie, um das. Ich hoffe, wir haben hier oben noch irgendwo einen Kompressor rumstehen. Ja, hier, ne? Okay. Dann lass mal eine Overclocker rüberwachsen. Ja, und zum Crafting müsste die wie immer aufgeladen werden. Ein Dingsbums, ja. Das ist nicht sehr schwierig, die aufzuladen. Also ich für einen dauerhaften Energy Cube Ultimate eigentlich voll geladen hat. Wir müssen mal wieder so eine Ultimate Energy hinzufügen. Was braucht denn da unten? Der Mensch ist weg. Ah, oh, oh nein. Jetzt haben wir doch keinen 50.000er Output mehr. Wenn das wegrennt. Wir brauchen noch einen höheren Output. Wir müssen ja noch zusammen craften. McDonald's, ich liebe es. Oh.
Wie lange mag das wohl noch brauchen? Das mag doch wohl nicht hoffentlich zu lang brauchen. Gucken wir mal, wo es im System hakt. Wo er bestellt. Ja. Hier ist das Autocrafting. Er braucht noch was. Die Average Lords. Ah, die sind gemacht. Er muss nur noch craften. Ist doch da. Das Basic Ding muss noch geschmolzen werden. Mit Osmium aus. Haut, das war der Arok Quasher. Ja, hier ist doch drinne. Er kann sich doch. Jetzt ist Basic alleine, wenn du zu doof bist. Ich will die Aufnahme jetzt eigentlich beenden mit der Fertigstellung davon. Meinetwegen, letzter Versuch. Was willst du nur machen? Ich bin gerade da. Ja, ich will ihn jetzt fertigstellen. Das Advanced Control Circuit von Mechanism, das braucht sau lange jetzt, das letzte. 3 Stück hat er schon, das vierte kriegt er irgendwie nicht fertig. Dem fehlt dazu das Basic Control Circuit und mir reicht's jetzt. Ich mach das jetzt selber. Aber der hat keins requested, Klar. Oh shit. Das ist aber im System ein Basic Control Circuit. Ich request das gerade mal und bring ihm das da unten selber. Ja, das kannst du mich auch machen. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob ich's bringen kann. Ich will enter meine Timelapse und... Jetzt hat er's. So. Also jetzt. Dann komm mal zurück. Wir haben ihn gleich. Ich muss nämlich eigentlich noch ein paar Sachen machen. Die machen wir in der nächsten Folge. Naja, wir machen nächste Folge. Lernen wir, wie man aufhört zu laggen. So. In der, ja. Könnt ihr euch theoretisch machen. Okay, das war's mit unseren gemeinsamen Sprechstunden. Die La Patron Christus. Ey, passt schon. Hab grad noch Metalformer gekauft. Warte mal, das sind die letzten fehlen. Die EV-Transformer. Okay, die werden weiter automatisiert. Und die La Patron Christus. In der nächsten Folge. Nein, 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 machen wir nicht. Wir machen ihn jetzt noch fertig. Ich muss nur noch den letzten La Patron Christus, der lädt jetzt noch schnell auf. Hier ist schon mal ein Labatron-Crystal, weil das sind die beiden fehlenden, damit das Autocrafting für die EV dann zweimal funktioniert. Dann ist hier nichts mehr drauf. Oh, du Kacke. User in your channel, time down. Schon schein. Müsste man mal austauschen zu Universe Ultimate. Das war jetzt. Das hat in den Lautsprechern so geknattert. Kein Interesse dran. Ja, bitte die Ultimate verlegen. User in your channel timed out.
Und die leeren Energy Crystal, man. Free Fall. Oh, ich trau mich da kein Water Ability mehr. Als ob, ich hasse das so sehr. Das Lagging hier drauf auf dem Server. Ich weiß nicht, woran es liegt. So. Das tut. Ich guck mal gerade nach dem letzten. Ich habe gerade oben ein Kabel einfach mal ausgetauscht. Wenn es schneller geht, er. Okay, wenn er so langsam wieder was. Noch mal Kabel kann man das nicht auswählen. So, der letzte Lapatron Crystal kommt jetzt. User in your channel timed out. Ich hoffe, dass er gleich nochmal wiederkommt zum Ende der Folge. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gemacht. Wenn ich würde das jetzt mal etwas länger. Komm, geh ran. Wir ja, warten, bis er die Labatrons erkennt. Das ist ja nur einen. Das ist schade. Heute bin ich Missing Isle Lapatron Crystal ausgeben. Also. Verdammt, braucht er lange, um Lapatron Crystal einzusortieren. Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft. Labo. Sind zwei jetzt drinne. Wo ist bitte dieses Autocrafting? Wo ist dieses Auto? Moin. Wir brauchen doch einen geladenen. Werden hier die EV-Transformer gemacht? Nein. Dann werden die da eins runter gemacht, ne? Wo werden die fucking EV-Transformer jetzt mal hergestellt? Ach, der braucht Leere zum Crafting und ich habe volle gemacht. Ach so. Ach. Selbst ein Labatron Crystals herstellen. Wenn ich ihm extra volle Labatron Crystals gebe. Meine Fresse. Alles klar. User entered your channel. Problem, der nimmt meine Labotron Crystals nicht. Schau mal gerade welche. Decke. Der braucht wirklich die vollen. Der geile Schande. Hat das gerade gehört? Connection lost. Das heißt so gut wie. Ich. So, bin wieder da. User in your channel timed out. Ich muss ihm da unten sagen, du sollst diese Crystals nutzen, weil es mit dem anderen nicht funktioniert. Hier drin? Ja. Im unteren sagen muss. Connection lost.
Das geht jetzt bei mir auch schon los. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr mit Raptus Erde zusammen. Wir können warten, bis er es wieder anerkennt, bis zwei Crystals drin sind. Und ich will eigentlich in 3 Minuten Schluss machen, spätestens die Folge. Alles klar, Lab. Du bist so blöd. Raptus Erde? Raptus ist nicht da. Oh, geil. Er hat das zweite immer noch nicht. Wenn das jetzt da. Er stellt es wieder um. Er stellt es wieder um. Er stellt es wieder. Nein. Das war doch genügend drinne. Naja, scheißegal. Das FOV hat die eigentlich mal hochgestellt auf Quack Pro. Was sieht man? Ich bin halt ein Pro. Oh. Mit. Das Skillcraft. Habe ich schon einen Tiefen von. Ja. User, that was such a sick table. So. Ein EV-Transformer haben wir schon mal, der zweite kommt hoffentlich gleich noch. Ja, der ist schon bestellt. Kannst ja mal in den Active Crafting schauen, im Statistics Table. Ja, ich hoffe, dass er auf der macht ein Advanced Control Circuit, 2 Insulated HV, der macht doch alles. Der ist doch dabei. Jetzt hat er hier, der hat schon Copper und Gold jeweils 1 gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch einen Copper, das müsste auch gleich weg sein. Das Advance ist auch schon mal weg. Die Advance Battery muss ja noch machen. Und das Copper, Insulated Copper und Insulated HV. Müsste gleich durchsehen. Ich gehe mal nach unten, dann kann ich ja mal gucken, wie es so aussieht. Ja, also, Copper Cable ist weg, das Insulated hat er jetzt gemacht. Jetzt hat er das HV gemacht. Es wird eigentlich auch schade. Hier, die bringt nach Rosa, weil die was requesten. Was braucht denn der Freund? Das Lila ist Crafting, Rosa Recrafting. Der bestellt sich noch die Dinger, okay. Dieses Leuchtende, der bestellt sich alles Mögliche, ne? Der bestellt sich noch. Der bestellt wahrscheinlich noch für eine Advanced RE-Batterie. Nein, das ist jetzt durch. Es fehlt nur noch. Der EV an sich. Der müsste jetzt kommen. Nee, er ist noch nicht fertig. Noch ist er nicht durch. Noch fehlt ihm der Leptron-Crystal. Na, der ist aber schon requested, weil er wird ja nicht angezeigt als Acquired Task, dass er noch zum Crafting ist. Dann requestet er. Guck mal, ob der vielleicht im System gelandet ist. Nee, jetzt müsste er weg sein. Jetzt. Nee, er requestet. Open. Hier hat er nichts gemacht. Ich hab doch gesagt, nimm die geladenen Leptron. Nein, da kann ich doch nicht. Hä? Wie? Klar. Das ist noch nicht verändert.
Ich hab da geladene gemacht. Nein, die geladenen ist schlecht, weil wir können ungeladene sofort autocraften. Geladene müsste ich noch einen Energy Cube ans autocraften anschließen, das wird schon wieder kompliziert werden. Aber ja, wird halt so. Wir können das auch mit ungeladenen machen. Ja, weil klar. Hier ist nämlich hier, ich kann es euch mal zeigen, steht, das ist mit. Ah ne, das sieht 0 von 10 EU, aber er ist so, als ob er geladen wäre, sieht er aus. Ja moin. Man kann das mit jeder Stärke machen und ich lade immer, ich intelligenter Typ. Bin so intelligent, das ist Fenstrom TV. Alter, das ist cool. Ey, ich hab doch Energy Crystals Autocrafting, was stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Muss mich genau auf. Der ist durch. Der sagt, das muss jetzt eigentlich nur nach oben. Der hat den. Ich mach den Molecular Transformer jetzt. Ja, dann gib ihn mir in die Hand. Also leg ihn dann oben rein. Doch. Okay. Mal sagen. Nimm ihn in die Hand, wir machen F5 und dann müssen wir es auch schon verabschieden. So, das Folgenziel ist erreicht. Wir haben jetzt den Molecular Sampler, Transformer. Den Molecular Transformer. Der Schritt zum ME-System zum Teil auch. Damit sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Willst du noch was sagen? Nee, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und tschüss.